So. Mal sehen, was wir hier so noch so finden können, ne? Und der andere zwei Gräber, vergiss das nicht. Ja, ja. Ja. Hurra, ne? Nee. Die Grababschnitte sind eigentlich ganz cool, weil die Rätsel da echt gut sind. Aber finden. Noch so ein Hügelgrab. Rated. Wenn sie Raids machen. Geocache. Ja, hier muss ich erstmal eine Menge finden. Hey, 200 Teile gefunden. Ja. Er ist gerade in der Nähe. Oh, gee, I wonder where. Ich muss etwas Stärkeres finden. Ha! Neue Ausrüstung zu finden. Fucking killed you. Jetzt mit drei Teilen gefunden, Schrotflinte. Direkt hinter mir ist ein Geocache. Oder unter mir. Irgendwo hier. Also. Vorne. Also ich weiß ja nicht wieso, ich habe das Gefühl, dass diese Gegend mir ziemlich auf Keks gehen wird. Und ich kann nichts aufrüsten, ach doch, kann ich aufrüsten. Sehr schön. Zack. 80% der Handfeuerwaffe. Das gerade so, als würde ich immer so einen Hintergrund einfach zu schauen. Das habe ich auch gerade gefragt. So, schnelle Reise. Hier habe ich das Grab verdammt nochmal vergessen. Also hinter. Hey, ich habe jetzt die Kartografiefähigkeit, damit kriege ich alle Karten, alle Gräber. Auf der Karte angezeigt. Oh god. You want to raid all the tombs. Yes. Das ist eine der Sachen, die ich jetzt zumindest machen möchte. Ja? Lass sie mir. Oh, den Rest mache ich dann halt Post-Videoaufnahmen. Oh god. War ich doch recht interessiert, was man hier so finden kann. So, wo ist der Baum? Da lang geradeaus. Von. Witzigerweise genau am Lager von. Bist du sicher, dass das Grab ist, was du noch nicht hast? Nicht, dass du ein Bekanntes bist. Ich bin der Meinung, dass ich hier noch nicht war. Gut. Ja, okay. Durchsuchte Gräber 0 von 1. Das sagt schon alles. Ich halte schon die Klappe. Heilige Sturmwasser. Ja. Interessant.
Huh. Boom. So fängt ein Grab schon mal gut an. Noch irgendwas niederbrennen können. Ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Das war überraschend einfach. Da sage ich aber nicht nein dazu. Oh. So schön. Ich nehme nur eins davon mit. Jo. Wie immer, ne? Jo. Reliquienkarte. Ich habe schon alle Reliquien gefunden, oder? Yep. Ich brauche eine Rotkappenkarte. Wobei mir einfällt, dass ich noch nicht eine Herausforderung gemeistert habe. Whoops! That hurt. Ja, die ganzen Herausforderungen werden auch erst später gemacht. Und jetzt alle zusammen. Oh. Karte aktualisiert. Stimmt gar nicht. Ich muss aber dazu sagen, dass es ziemlich cool ist, das ganze Mal wieder am Tag, das ganze Jahr bei Tag zu sehen. Weil davor war es hier stockfinster. Mein Bruder tippt gerade so wild auf dem Laptop herum. Lass mich doch. Nein. Entschuldige, dass ich nebenher ein bisschen arbeite. Nicht zu entschuldigen. Ich weiß, wir sind hier, um Spaß zu haben, ne? Richtig. Und um uns über ein Spiel lustig zu machen, das es gar nicht verdient hat. Naja, oder? Machen wir uns darüber lustig? Ja. Echt? Dann mache ich irgendwas falsch. Ich bin schlecht daran, mich lustig über ein Spiel zu machen. Nein! Ja, Schnellreise zurück! Back to action. Back to story. Progress, my god. The shit is plot. Chip tripping. Rote Feinde werden andere alarmieren, wenn sie töten. Danke, dass mir das auch mal gesagt wird. Das habe ich von alleine herausgefunden. Ross, Text. Ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer.
In ihrer Theorie, Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung. Scheiße, ist das schwer. Vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn es hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Sie zum Beispiel. Ich weiß doch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Wie freundlich. Besonnen durch. Irgendwie schon. Another German. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Pania, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben mit den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn es zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Pania. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Wow. Somebody's gonna stop the emo. Wenn ich von hier aus ziehe. Das sollte so nicht funktionieren. Whatever. Whatever floats your boat. Oh Gott, wir werden am Sterben. Crap! Kann Krabben killen. Krabbenking. Zwei Krabben umgebracht und ich kriege ein Trophäe dafür. Fuck! What? Let's see us flying backwards. And now standing still. Das können also nicht nur die Möwen in Feiern, ne? Ja, habt ihr den gezeigt? Ich weiß, augenscheinlich. Du hast nicht mehr viel Zeit, mein Freund. Okay. Ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr. Ja, das meinte ich. Mann, bist du schlecht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.